Die neue Fortnite-Geschichte ist wieder zurück und ich werde euch heute erklären, um was es tatsächlich in dieser Season geht. Bevor wir die ganzen Story-Quest-Aufträge machen, damit wir auf den aktuellsten neuesten Stand sind, werden wir mal ganz kurz ein Recap machen. Und zwar gründete Agent Jones und Hope den Untergrund, eine Gruppe, die gegen Bösewichte kämpft. Denn damals hatten wir die Society auf der Insel und die wollten ja die Insel erobern. Von der Society ist Oscar nämlich der Anführer und Oscar hat auch damals Peely entführt. Er wollte uns erpressen, wollte Geld von uns und wollte auch noch den Standort der Pandora-Büchse herausfinden. Aber hinter jedem großen Anführer steckt ein noch größerer Anführer und hier kommt nämlich Valeria ins Spiel. Sie ist tatsächlich die Schwester von Hope und zwar wollte sie einfach nur die Büchse finden. Tatsächlich wusste Agent Jones gar nichts über diese Kiste. Als Valeria aber die Pandora-Büchse öffnete, kamen verschiedene Flüche, Geister, die Unterwelt und vieles, vieles mehr auf die Insel zu uns. Und das war gar nicht gut. Somit kam auch die griechische Mythologie auf die Fortnite-Insel. Und der Kampf beginnte. Zeus gegen den Untergrund. Peely wurde zwar damals dann gerettet von uns, aber das Problem war einfach Zeus jetzt. Zeus wollte tatsächlich die Menschheit zerstören. Als Zeus dann gemerkt hat, dass er keine Chance gegen uns hat, schickte er mehrere Blitze zur Pandora-Büchse. Die Pandora-Büchse hat sich dadurch aufgeladen. Somit wurde eine krasse Energie freigesetzt. Und durch diese krassen Explosionen wurde ein Berg am Ende der Fortnite-Insel zerstört. Und somit kam ein riesiger Sandsturm auf uns zu. Und dieser Sandsturm hat dann unsere jetzige Kapitel 5 Season 3 Insel komplett verwüstet. Mit dem Sandsturm kam dann der neue Bösewicht. Mit einem komischen Schiff. Und zwar hieß der neue Bösewicht Megalodon. Dieser Megalodon bringt doch eine komische Flüssigkeit mit sich. Und zwar das Nitro. Dieses Nitro gibt bestimmten Personen noch mehr Kraft, als sie sowieso schon haben. Das war die kurze Zusammenfassung von der letzten Season und dieser Season. Und jetzt gehen wir rein in die Quests, um zu schauen, was gerade mit der Story passiert. So Leute, und da sind wir auch schon auf der Insel. Heute geht es Real Talk nur um die ganzen Story Quests, die wir erledigen. Die Story ist auf jeden Fall wieder back in Fortnite und wir fangen mal an. Willkommen im Ödland und zwar sprich mit Hope und Jones. Wir gucken mal, was uns Hope und Jones jetzt zu sagen haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was jetzt in der neuen Story hier abgeht in Fortnite. Hier befindet sich jetzt einmal, glaube ich, die gute Hope und hier glaube ich Jones. Jetzt gucken wir einfach mal. Wer von den beiden ist hier? Nee, hier ist Jones. Da ist er, Freunde. Was hat er uns zu sagen zu der Story? Das erste Gespräch findet jetzt statt. Vergeltungs-Jones. Wow, ich liebe, was sie aus diesem Ort gemacht haben. Blendender Sand, gleißende Sonne, ein machthungriger Turan. Drei meiner Lieblingsdinge. Okay. Kleiner Scherz. Bist du bereit, das zu tun, was wir am besten tun? Die Fortnite-Insel retten? Ich klinke dich in die Unterhaltung mit Hope ein. Wir haben viel zu erledigen. Also Leute, das hat uns Jones gesagt, wenn wir jetzt mal mit ihm anfangen zu reden. Sagt er, ich könnte mich an diese Heldengeschichte gewöhnen. Und bei ihm können wir hier eine epische MP holen und die Schildblase Junior. Okay, jetzt haben wir mit Jones geredet. Als nächstes müssen wir jetzt zur guten Hope gehen, um zu schauen, was sie uns zu sagen hat. Also Hope befindet sich hier im Haus, so wie es aussieht. Ja, sie ist hier aber echt hübsch gemacht, ne, die Hope. Wir gucken mal, Leute, was Hope uns zu sagen hat. Siehst du den großen... Du bist spät dran. Ich hab den König des Olymps gestürzt. Ich hab mir eine Pause verdient. Erstens mal, wir haben den König gestürzt. Und zweitens, nein. Ich hab Megalodon beobachtet und mir gefällt das ganz und gar nicht. Mir egal. Hol deinen Freund. Okay. Ihr habt's gehört, Leute. Hope beobachtet Megalodon, der neue Bösewicht auf der Insel. Und Jones soll uns dabei helfen. Mal gucken, was sie uns sonst noch zu sagen hat. Das ist Megalodon. Er hat irgendwas vor. Ich kann nicht ausschließen, dass die Büchse da involviert ist. Sie redet nämlich von der Pandora-Büchse, Freunde. Aber überlasse das ruhig erst einmal mir. Sie sagt dann noch, ich habe da so eine Vermutung, dass hier mehr passiert, als wir überhaupt wissen. Und ihr seht auch, dass wir jetzt den neuen Story-Auftrag bekommen haben. Füge Gegnern Schaden zu, während du in Fahrzeugen den Boost nutzt. Okay, wir haben jetzt ein Auto. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und da vorne ist auch ein Geschützturm. Aber wir müssen währenddessen wieder den Boost einsetzen. Schaden zufügen. Oh, da vorne ist einer. Boost, let's go. 75 Schaden haben wir schon gemacht. Oh. Meine Schwester Valeria ist das arrogante Supergenie, das Pandoras Büchse geöffnet hat. Daher fühle ich mich dafür verantwortlich, dieses riesige Chaos zu beenden. Jones kennst du ja. Einmal wieder.
Nur so zu deiner Information. Hope legt sich gern mit den größten Fieslingen an, die sie finden kann. Wir sollten uns also gut vorbereiten. Sie hat nämlich Megalodon im Visier. Sehr interessant, Freunde. Sehr interessant. Als nächstes zerstöre Objekte oder Gebäude, während du unter dem Einfluss von Nitro stehst. Das müssen wir als nächstes machen. Und mal gucken, was wir dann für eine Sprachnachricht hier bekommen. Jetzt holen wir uns erstmal kurz ein bisschen Nitro. Wenn wir was finden würden, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ey, Junge, nein. Ey, Junge. Ey, das ist so hässlich manchmal. So, jetzt, so, Freunde. Zack, zack. Und jetzt können wir hochgehen. Oh, da ist ja jemand. Alter, hab ich erst... Ich dachte, es wären NPCs. Oh, ich dachte gerade, es sind NPCs. So, wir haben hier das Nitro-Spray, was sehr, sehr gut ist. Denn jetzt müssen wir Gebäude zerstören. Let's go. Und wir zerstören jetzt Gebäude. Boom, 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 boom. Ich habe erst eins von 100. Alter, wie schnell soll ich denn so Gebäude zerstören? Wir brauchen unbedingt einen Kuhfänger. Oh, wobei, ein paar Sachen... Oh, doch, ein paar Sachen können wir schon kaputt machen hier. Let's go. 17 von 100 haben wir jetzt schon geschafft. Hier, wir haben einen Kuhfänger. Jawohl. Jetzt brauchen wir aber nur ein bisschen Nitro. Oh, wir haben Nitro. Jetzt können wir hier dagegen fahren. Jawohl, jawohl. Jetzt geht's ab, Leute. Oh mein Gott, Alter. Oh, okay, das war ein bisschen doof. Kurz das Auto drehen, wenn es geht. Danke. Wir können uns da hinten Nitro holen. Wir gehen einfach mal durch die Teile da durch. Einmal durchgehen und dann haben wir eigentlich wieder Nitro. Zack. Und let's go. Wir haben Nitro, oder? Oh, 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 kein gutes Nitro. Jetzt, okay. Let's go. Hey, wie schnell ist das Auto? Das ist so krass. Oh mein Gott, wir haben gerade alles explodieren lassen. So, noch 5 Sachen. Und dann haben wir es. Oh, unser Auto brennt. Nicht so gut. Das passt schon, dass unser Auto brennt. Das ist nicht so schlimm. Hier nochmal den Baum kaputt machen. Den Baum kaputt machen. Das kaputt machen hier. Let's go, wir haben es geschafft. Oh, ja, wir haben ein kleines Problem hier. Houston, wir melden ein Problem. Oh, komme ich jetzt hier wieder hoch? Oh, Leute, wir können hier nicht hoch. Nein, das Auto. Oh mein Gott. Er sagt mich jetzt nicht, ich komme hier nicht hoch. Boah, wir haben Medkit gefunden. Nice, ich kann das Medkit nicht nehmen. Das Auto explodiert. Warte, ich habe eine Idee. Zack, und wir sind raus. So geht's doch. Easy peasy lemon squeezy. Schnell in die Zone rein und dann machen wir den nächsten Auftrag. Let's go. Wir fliegen. Jawohl, Leute. Starkes Ding. Also, der nächste Auftrag ist, installiere Fahrzeugmodifikationen. Das heißt, einfach mal einen Turm, Maschinengeschützturm, einen Kuhfänger, Reifen können wir machen jetzt. Reifen brauchen wir. Wo ist die nächste Tankstelle hier? Vorne ist eine. Da können wir mal hingehen. Ist hier noch irgendwas? Nein, sieht nicht danach aus. Wir müssen Richtung nach da. 2 Sachen müssen wir noch installieren. Also Reifen geht auf jeden Fall noch, das weiß ich. Oh, da gibt's Fights. Jo, was geht ab? Oh, der ist down. Okay. Der ist auch down, nice. Und der ist... Oh Gott, mein Aim, Leute. Das war gerade Katastrophen-Aim. Wir brauchen, glaube ich, ein neues Auto. Dann geht's. Guck mal, jetzt hier, zack, Kuhfänger. Boom, 3 von 4. Und jetzt nochmal 1, 4 von 4. Super, Karl. Ja. Ich habe sie geschrottet, ja. Aber bis dahin war sie erste Sahne. So sieht's aus. Also, ich habe mich mal in Dons Lager umgeschaut. Mhm. Ich hatte recht. Der Typ macht einen auf Tyrann. Er will die Insel erobern und ist anscheinend auch stark genug dafür. Nein. Aber er wartet wohl noch ab, bis sein kleines Haischiff aufgetankt ist. Das erklärt auch die Pipeline. Jones und ich sammeln weiter Aufklärungsdaten. Du kämpfst einfach weiter. Mach uns stolz. Okay, Megalodon will also die Insel erobern. Das hört sich nicht gut an. Jetzt müssen wir als nächstes Behälter im Ödland Orientierungspunkt durchsuchen, Freunde. Und das werden wir jetzt machen. So, Freunde, mit Behälter meinen die wahrscheinlich die Kisten, oder? Nee, das ist es nicht. Ah, das hat jetzt gezählt. Okay, wir müssen die Kisten schon durchsuchen. Hier nochmal. Ja, okay, man muss ja durchsuchen, Freunde. Das ist wichtig. Dann zählt das auch dazu, der Auftrag. Hier scheint keine Kiste mehr zu sein, so wie es aussieht. Theoretisch zählen auch diese Munitionskisten, oder? Yep. 3 von 10. Jetzt haben wir schon 4 von 10. Die Kiste sind dann 5 von 10. Ich bin echt gespannt, was sie jetzt als nächstes zu sagen hat. So, let's go. Ey, nein! Ey, das ist so schwer, ne? Weil das sich die ganze Zeit nicht hochkatapultiert. Ah, wir müssen es halt schon durchsuchen, nicht Dummkopf. Und nicht kaputt machen. Stark, Seville. Ah, hier ist bestimmt auch was.
Jetzt haben wir 5 von 10. Die Nummer 6, Freunde. Gleich kommt dann die Nummer 7. Ich bin so gespannt, was sie uns gleich zu sagen haben, wenn wir das gemacht haben. Hier unten gibt es ja noch was. Genau. 7 von 10 Kisten haben wir aufgemacht. Munitionskiste. 8 von 10. Die Nummer 9. Sehr schön. Und jetzt nur noch eine einzige Kiste, die wir öffnen müssen. Und das ist nämlich diese hier. Nee. Okay, nee. Das hat nicht dazu gezählt. Wir müssen wirklich zu den Punkten gehen, Freunde. Also ihr könnt jetzt nicht einfach hier auf dem Sandkisten öffnen. Das zählt nicht. Man muss wirklich zu den Orientierungspunkten hingehen. Aber hier ist ja safe was drin. Öffnen wir mal. Wo ist hier eine Munitionskiste oder... okay, oben. Ja, Alter, das sind ja voll viele. Junge, Junge. Let's go. Hey, Jones? Ich habe da was gehört, das mir gar nicht gefällt. Vielleicht sollten wir die Überwachungsausrüstung einpacken. Was Schlimmes oder was echt Schlimmes? Nichts Ernstes, hoffe ich. Okay, das sieht gar nicht gut aus, Leute. Als nächstes müssen wir Überwachungsgeräte an verschiedenen Ödlandorten aufsammeln. Okay, hier ist schon mal ein Überwachungsgerät. Zack, einsammeln. Numero uno. Die nächste Nummer... Oh, die sind einmal hier, einmal da, einmal da. Okay, wir müssen eigentlich jetzt hier hin. Dann gehen wir mal auch da hin. Können ja schnell mit den Fäusten hingehen. Boah, ich bin so gespannt, ne? Megalodon will die Insel erobern. Hier ist das nächste Überwachungsgerät. Nummer zwei. Wir nehmen mal das Auto. Damit sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Wir müssen als nächstes hier hin. 300 Meter entfernt. Dann haben wir schon die Hälfte davon geschafft. Ich bin mal gespannt, ob Dr. Sloan damit irgendwas zu tun hat. Weil Dr. Sloan soll anscheinend... Oh mein Gott, hier sind Leute. Soll anscheinend ja zurückkommen in der Season. Ey, warte mal. Ja, okay, das sind Bots, Bro, oder? Keine Ahnung, Leute. Ob das Bots sind oder nicht. Ich gehe auf jeden Fall hier zum Überwachungsgerät. So, 3 von 6. Die hauen eh ab. Und wir sind jetzt bei Redline Rick angekommen. Hier bohren die ja irgendwas. Irgendeine Flüssigkeit. Vielleicht wollen die das Nitro aus der Fortnite-Insel rausholen. Oder es gehört irgendwie dazu, um das Nitro herzustellen. Keine Ahnung. So, 4 von 6 haben wir. Und dann können wir eigentlich hier hoch. Okay, 5 von 6. Sehr schön. Und jetzt nur noch 1. Okay, stark. Was wolltest du hier? Down. Dann ist oben wahrscheinlich auch nochmal einer. Ja. Da ist einer. Junge, chill dich. Chill dich. Ja, ganz entspannt. So, jetzt geht's ab zum nächsten Überwachungsgerät. Und dann bekomme wieder wahrscheinlich eine Sprachnachricht von Jones und Hope. Anscheinend hier unten irgendwo. Ja, da vorne ist es. Hier wird es uns auch angezeigt. So. Blendet euch mal ein, was da gerade stand, Freunde. Ich weiß es gerade nicht, was da stand, aber die letzte Mission war, dass wir jetzt die Überwachungsgeräte uns anschauen sollten und einsammeln sollten. Die nächsten Story-Quests kommen in 1 Woche und 3 Tagen. Das ist Stand jetzt der aktuellste Punkt, wo wir gerade sind tatsächlich. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie es mit der Story weitergehen wird.